Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Assassin's Creed Rogue Tutorial Video. Heute schauen wir uns Sequenz 1, Erinnerung 1 an mit dem Namen Wie der Wind weht. Ja, und ihr startet rein ins Spiel als Shay Patrick Cormac und müsst als allererstes einen Assassinenkollegen namens Liam verfolgen. Das Ganze sollte für euch kein Problem darstellen, das ist eigentlich sehr geradeaus, das heißt, ihr müsst ihm immer nur folgen und kommt dann schließlich irgendwann zu einer Stelle, wo ihr euch mit eurem neuen, in Anführungsstrichen, Anführer ein bisschen prügeln müsst. Das heißt, da wird euch das Kampfsystem von Assassin's Creed Rogue ganz kurz erklärt und darauf folgen dann auch schon die ersten optionalen Missionsziele und diese werden wir jetzt gleich sehen und werden wir auch vollständig lösen. Und zwar sind es die von den britischen Wachen nicht entdecken lassen und alle britischen Wachen töten. Als erstes solltet ihr direkt hier an die Kante gehen und diese erste Wache auf der rechten Seite ausschalten. Dann könnt ihr euch letztendlich, ihr könnt es ein bisschen schneller machen als ich jetzt hier, aber so, dass ihr nicht entdeckt werdet, hier diese zweite Wache vornehmen und solltet euch dann schleunigst wieder auf den Weg machen um diese Zelte herum. Ich zeige euch, wie ihr das macht. Ihr geht hier links lang und zwar, ihr müsst um diese Zelte relativ schnell drum umgehen, denn ihr seht gleich, vor mir sind noch drei Wachen und zwar die eine, die da patrouillierte, die ist sonst diejenige, die euch auch entdeckt kann. Dann geht ihr hier von hinten an diese beiden Wachen heran, geht in die Mitte von denen und schaltet sie aus und jetzt müsst ihr euch beeilen. Ihr seht, die eine Wache, die rennt jetzt nach dahin und hat natürlich euren ersten Mord im Endeffekt bemerkt und ihr müsst euch beeilen, bevor sie sich umdreht und diese ausschalten und dann habt ihr in diesem ersten Abschnitt, in diesem ersten Teilgebiet hier bereits alle Wachen ausgeschaltet und wurde dabei auch nicht entdeckt. Kann durchaus sein, dass ihr da ein, zwei Mal braucht, um das hinzubekommen, das ist aber kein Problem, sollte euch trotzdem möglich sein. Ja, weiter geht's hier auf dem Schiff, da solltet ihr euch ebenfalls ranhalten, dass ihr es möglichst schnell macht, denn hinten seht ihr eine Wache, die patrouilliert, alle anderen Wachen sind eher statisch und auf diese Wache müsst ihr nämlich aufpassen. Ihr seht, die guckt gerade von mir weg, dass die da hinten, die am Bug des Schiffes steht und bis die sich umdreht, solltet ihr alle anderen Wachen ausgeschaltet haben. Ihr seht hier die nächste und jetzt seht ihr, die Wache kommt nämlich drumherum. Ich habe es gerade so geschafft, man kann auch einen Tuck schneller sein eigentlich, als ich es gerade war und dann wartet ihr hier ganz kurz und schaltet diese dann von hinten aus und ihr habt alle Wachen ausgeschaltet und wurde dabei nicht entdeckt. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial-Video von Assassin's Creed Rogue gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns auch bei einem weiteren Tutorial-Video wieder. Das war's von mir. Macht's gut. Bye, bye. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.